Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nichts zum Thema Beauty, sondern zum Thema Backen. Ich backe sehr gerne und habe bei Nicoles Zuckerwerk entdeckt, dass es jetzt auch eine Backbox gibt. Also so ähnlich wie die Glossy Box oder die Pink Box gibt es jetzt auch eine Box zum Thema Backen. Und da habe ich gedacht, schaue ich mal, was das so ist und habe mir gleich eine bestellt. Und zwar sieht das Ganze so aus. Kommt auch richtig süß daher mit so einem kleinen Karton und die Farben gefallen mir richtig gut und jetzt schaue ich mal, was drin ist. Es war ziemlich lange unterwegs, da gab es wohl irgendwelche Probleme mit der Lieferung und dann zum Lieferzeitpunkt war ich nicht zu Hause, dann habe ich es mir an einen Paketshop liefern lassen. Deswegen kommt das jetzt erst und ich gucke mal, ob noch alles heil geblieben ist. Die Box hat leider etwas gelitten und zwar sieht das von innen so aus. Hier hat es schon ein bisschen ein paar Risse abbekommen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich packe es ja jetzt eh gleich aus. Dann schauen wir ja mal, was drin ist. Ich mache das Schleifchen auf und das Seidenpapier. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist das Magazin. Ich denke, da sind vielleicht die Produkte drin, die auch jetzt in der Box sein werden. Vielleicht ähnlich wie bei Glossy Box und allen anderen Boxen. Da schaue ich dann gleich mal rein. Als erstes gucke ich, was in der Box ist. Da haben wir einmal solche Karten. Das sind die Rezepte drauf. Und ich habe auch schon eine Mail vorab bekommen, welche Produkte ich am besten schon kaufen soll, welche Lebensmittel, damit ich auch gleich loslegen kann mit dem Backen. Und in einem Rezept hatte sich ein Fehler eingeschlichen und das wurde auch gleich korrigiert. Das finde ich sehr gut, dass man da nicht anfängt zu backen und dann hat man Fehler drin, weil das Rezept irgendwie falsch ist. Ich finde, da haben sie sehr gut mitgedacht, auch dass man vorher eine Einkaufsliste zugeschickt bekommt. Das gefällt mir sehr. Ich lege das mal zur Seite und gucke mal weiter. Dann haben wir als Produkt das hier. Das ist von Picker. Das sind so Mini-Marshmallow-Herzen. Ich finde, die sehen auch richtig süß aus. Habe ich jetzt so im Laden noch gar nicht entdeckt. Ist daher für mich neu und finde ich sehr gut. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich entdeckt von Wilton einmal Candy Melts und das war auch in der Sneak Peek und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ich mag die Marke Wilton sehr gerne beim Backen, die gibt es hier ja nicht so. Vielleicht mag ich sie deswegen gerne, aber ich finde die Produkte davon immer richtig toll. Die Farben sind schön und es ist auch ein bisschen außergewöhnlicher. Das ist jetzt hier so ein schönes Türkis. Kann man hier auch ganz gut erkennen, also das gefällt mir wirklich sehr und da bin ich mal gespannt, in welchem Rezept man die braucht. Dann schaue ich mal weiter. Oh, eine Silikonform mit kleinen Herzchen und da kann man wohl Pralinen machen. Habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert und das freut mich natürlich sehr. Ich habe schon so viele Sachen da. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwas bekomme, was ich schon zwei, dreimal hier habe. Sowas habe ich noch gar nicht, auch noch nicht ausprobiert und das freut mich sehr. Dann gucke ich gerade mal weiter. Und zwar sind hier einmal Schokoglühbirnchen drin. Das kenne ich auch gar nicht von der Marke Zotta. Die sind vegan. Und es ist Kuvertüre. Ich mache es mal auf. Vielleicht kann man das ja auch gut erkennen. Die sehen wirklich tatsächlich so aus wie kleine Glühbirnchen, finde ich richtig, richtig süß. Ist mal was anderes. Klar, wenn man das schmilzt, dann ist es weg, die Form. Aber das könnte man bestimmt auch so irgendwie benutzen, wenn man das braucht. Ich hätte da jetzt speziell keine Idee, mit was ich Glühbirnchen verzieren könnte. Aber ich finde das richtig
toll. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Und gerade in so Boxen soll man ja auch neue Produkte entdecken. Und das gefällt mir auf jeden Fall. Also ich finde die Box schon mal richtig, richtig gut bisher. Okay, dann ist was drin von Funcakes. Und zwar Spritzbeutel. Die sehen so aus und das sind wohl kleine Spritzbeutel. Small steht da drauf. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Also ich bin da auch ständig am Nachkaufen. Das ist ein Produkt, was man wirklich sehr gut benutzen kann. 10 Stück sind das. Das letzte Produkt sind Cake Pop Stiele. Und zwar von der Marke Jagma. Sagt mir persönlich jetzt gar nichts, kenne ich auch nicht die Marke. Die sind 15 cm lang und es sind 25 Stück. Finde ich super gut, dass die drin sind, weil Cake Pops mache ich richtig gerne und die sind auch super beliebt bei meiner Nichte. Grüß dich, Emmy. Also die mögen die wirklich sehr, sehr gerne und da werde ich auf jeden Fall demnächst wieder welche machen. Und die Box war richtig, richtig toll. Also ich finde die super gut. Und ich glaube, ich warte auch mal noch die nächste Box ab. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal die nächste Box anschauen. Die kommt alle 2 Monate und sind wahrscheinlich immer saisonale Produkte drin, was man dann gerade in dieser Jahreszeit am besten machen kann mit Torten und vielleicht im Sommer dann eher was mit Obsttorten oder mit Torten, die jetzt nicht gerade so mit Sahne oder diesen Produkten halt sind, dass man das einfach ein bisschen besser benutzen kann. Ich glaube, die machen sich da richtig viele Gedanken und ich finde es richtig gut, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Ich gucke mal im Heftchen. Meine Backbox Magazin. Okay, da sind natürlich jetzt dann auch wieder die Produkte drin und die Preise. Die Candy Melts von Wilton, die gäbe es auch noch in einer anderen Variante und zwar in diesem Gelb oder Grün, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Das sind 340 Gramm und die kosten 4,95 Euro, finde ich auch ein stolzer Preis. Dann diese Herzform für Pralinen. Die ist von Zenka und die kostet 7,99 Euro. Dann noch die Schokoladenglühbirnchen, 130 Gramm, 4,90 Euro. Also das finde ich für Kuvertüre auch richtig viel, würde ich so niemals ausgeben. Weil die Form, davon hat man eh nichts, wenn man das dann nachher schmilzt. Die Einwegspritzbeutel, die kosten 3,15 Euro. Die kleinen Marshmallow-Herzen von Pickard kosten 1,49 Euro. Und die Cake Pop-Stiele kosten 2,99 Euro. Da sieht man die Glühbirnchen, die gibt es wahrscheinlich noch in anderen Schokoladenrichtung, hier weiße Schokolade, Vollmilchschokolade. Ich hatte jetzt hier diese, die dunklen. Dann ist noch ein Rezept für BC-Häubchen mit drin. Ach, und ein Gutschein. Ich blende ihn euch mal kurz ein. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr jetzt natürlich gerne den Code abschreiben und einlösen. Das war's soweit mit den Heftchen. Jetzt gucke ich mal noch, welche Rezeptkarten dabei sind. Und zwar ist das einmal hier. Das sind diese Herzchen. Da steht Schokoladenfudge. Und unten stehen auch immer die Sachen, die man dann braucht, die auch in der Box drin sind. Also diese Produkte, damit kann man das Rezept dann machen. Das würde 3 bis 4 Stunden dauern. Und ist auch, glaube ich, ein bisschen schwerer, weil da 3 Schneebesen sind. Ich glaube, das ist halt die Schwierigkeit. Hinten ist das Rezept drauf. Genau, und die Zutaten, die man halt braucht. Und man braucht außerdem auch noch ein Zuckerthermometer. Sowas habe ich jetzt leider auch gar nicht da. Also mal gucken, ob ich mir das vielleicht noch zulege. Dann das nächste Rezept ist ein Rezept für Himbeer-Limettenbonbons.
Finde ich auch richtig interessant. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Weiß ich aber auch gar nicht, ob ich da Lust drauf habe, so eigene Bonbons herzustellen. Ich bin da sowieso nicht so der Liebhaber dafür. Ich esse lieber Schokolade. Aber ich finde es richtig süß, ist eine schöne Idee. Dann gucke ich mal noch weiter. Und zwar gibt es noch dieses hier, Eclairs. Esse ich persönlich jetzt leider auch nicht so gerne, aber kein Problem. Die Produkte, die werde ich auch anders unterbringen. Und dann, was mich sehr freut, ein Rezept für Cake Pops. Und da kann man auch dann diese kleinen Herzchen draufsetzen. Ist auf jeden Fall auch mal eine Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Unten stehen wieder, welche Produkte man braucht. Ja, das freut mich. Ich probiere die Rezepte aus. Wenn euch das interessiert, wie die geklappt haben, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.